Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück bei Europa Universalis 4 mit den Mamelucken im Jahre 1661. Derzeit noch im Krieg mit Venedig und dem Johanniterorden, aber die sind alle schon soweit besetzt. Das sollte kein Problem sein. Nanu, was ist hier? Ach, hier ist immer noch die Belagerung vom Deutschen Orden. Ja, wir sind im Krieg, wie schon gesagt. Wir werden jetzt noch zeitgleich einen zweiten Krieg antreten oder lostreten. Wieso, weshalb, warum? Ganz einfach. Weil wir vermeiden wollen, dass uns Ungarn in eben jenen Krieg hineinruft. Wir haben hier ein Spionagenetzwerk noch aufgebaut, weil wir hier unser gutes altes Ragusa wieder haben wollen. Das man uns abspenstig gemacht hat. Dank des verlorenen Koalitionskrieges. So, Moment, wir haben jetzt einen Anspruch. Dann könnten wir uns trotzdem in den Krieg rufen lassen, weil dann belagern die das vielleicht für uns. Das wäre eine Idee, komm, das probieren wir. Das versuchen wir, das wird jetzt lustig. So, erst einmal, Johanniterorden, Frieden verhandeln. Ich will die Provinz haben und ich will Geld haben und Gutes. Was? Nein, Tribut anbieten, so ein Blödsinn. So, das würde aggressive Expansion minus 4. Osman ist mir wurscht. Interessiert niemand. Zack, Forderung senden. Wohl an, jawohl. Alles gut, so. Die Handelsliga von Venedig wurde aufgelöst. Ja, ja, so ein Pech. So, mit Sanar ist Waffenruhe ausgelaufen. Das gehört uns. Ah, verdammt, das war jetzt blöd. Hier wollte ich draufklicken. Kernprovinz erstellen, ja, das war jetzt dumm. Ja, ich wollte eigentlich die Autonomie runternehmen, ja, zu blöd. Naja, was soll's. Okay, passiert. Verklickt, dumm gelaufen. So, Handelsschiffe, raus bitte. Beziehungsweise, na, nix raus. Zusammenlegen, Mission auswählen, Handelsschützen. Bei Aleppo, das bringt uns am meisten. Ja, da lasse ich jetzt meine 75 Schiffe hier rumfahren, weil wenn die uns in den Krieg rufen, dann wird niemand diese Flotte hier angreifen. Oder ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass das irgendjemand tut. So, und jetzt holen wir uns den Rest. Venedig, Frieden verhandeln. Wir wollen Venedig und Kreta haben. Da tanzt der Osman, minus 8, ist aber kein Problem. Und Venedig interessiert uns nicht mehr, weil Venedig ist hinfällig. Wir wollen die Kohle noch haben. Und das war's. Forderung senden. Danke. Tschüss. So. Haben wir auch ordentlich eingesteckt. Venedig ist unser, Leute. Hurra. So, zur Kernprovinz machen. Und Kreta zur Kernprovinz machen. Jawohl. Sehr schön. So muss das sein. So, Ungarn, jetzt darfst du uns in den Krieg rufen, bitte. Wollen sie nicht mehr, gell? Ach, komm. Doch. Ah ja, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst, dass sie es machen. Schau an. Es war so klar. So. Unser Anführer kommt hier hoch. Ja klar. Ab in den Krieg. Logisch. Dann lasse ich unsere Vasallen mitkloppen. Ah, verdammt, die haben das schon besetzt. Mist. Ich habe ja gehofft, dass ich es vielleicht krieg. Na gut, dann sind wir halt mit im Krieg. Ist wurscht. Bosnien, Aquileia, Elsass, Savoyen. Ist mir doch völlig Wumpe. Lass sie kommen. Lass sie ruhig kommen. Die werden uns hier nicht angreifen. So blöd werden sie nicht sein. Also wir sitzen das Ganze aus. Oh, schaut doch mal hier. Sie haben es abgetreten an uns. Der Plan hat funktioniert. Wie geil. Der Plan hat funktioniert. Haha, wir kriegen unser Ragusa wieder. Ach, sehr schön. So, was haben wir hier? Byzantinische Rebellen? Nationalisten? Das kann uns nur recht sein. Dass die hier Unwesen treiben, dann schließen die sich vielleicht Byzanz an. So, Kreta ist unser. Und der Kirchenstaat jubelt hier immer noch mit seinen 9000 exilierten Truppen rum. Das gefällt mir gar nicht. Die sollten sich was schämen, die Burschen. Die sollten sich was schämen. Ja, dann lass halt die Deppen hier kommen, ist doch... Was soll's? Komm, ist völlig wurscht.
So, hier sind unsere Truppen da unten. Was ist das hier? Reaktionäre, okay. Die sind auch schon Stufe 17. Uiuiui. Ich mach Minus. Wieso das? Wieso mache ich Minus, Leute? Achso, Verstärkungen. 4,6. Ja, trotzdem. So viel Minus dürfte das nicht sein. Instandhaltung Festung. Das ist jetzt nochmal teurer geworden. Alter, echt? Okay, es sind natürlich überall auch Festungen, ne? Ja. Also, Rhodos, Festung, zack, du fliegst raus. Kreta, Festung, zack. Du fliegst raus. Wo brauche ich noch keine Festung? Venedig habe ich, glaube ich, eine Festung, oder? Ne, habe ich keine. Okay. Da haben wir keine Festung. Na schön. Wo haben wir noch Festungen, die so teuer sind? So sündhaft teuer hier drüben, genau. Hier habe ich keine Unruhe mehr, wollte ich gerade sagen, leichtsinnigerweise. Da ist der Missionar, hier ist der Missionar. Okay, da lasse ich die Festung noch stehen. Zumindest bis die Religion hier, die Religionsgeschichte erledigt ist. Dann reiße ich die Festung ab. Hier habe ich keine. Konstantinopel, die lasse ich auch. Lokaler Handelseinfluss. Okay, was ist das hier? Übungsplatz. Achso, ja, da könnte ich Upgrades machen, aber ich habe keine Kohle momentan. Keine Kohle, Leute, keine Kohle. Lassen wir mal weiterlaufen. Okay, Schirwan hat Hedschas rivalisiert und nicht mit den Osmanen. Schirwan hat auch keinen Krieg mehr mit dem Russen. Der Russe hat den Krieg beendet, offenbar. Er könnte jetzt auch wieder ein bisschen zum Problem werden. Für uns oder für den Osman, je nachdem. Das wird er sich wahrscheinlich aussuchen. Mal schauen. So, Unterstützung für Dissidenten im Ausland. Wir unterstützen mit Dukaten. Findet Aragorn nicht toll oder wir lehnen es ab, was Prestige kostet. Da lehnen wir ab. Da lehnen wir ab. Huch, halt, nee, hier wollte ich gar nicht hin. Ich will hier hin. Aragorn hat immer noch kein weiteres Bündnis mit Frankreich. Das ist echt irritierend. Ich verstehe es nicht. Warum? Warum macht ihr sowas, Leute? 72% Irak. Okay. Wir sollten vielleicht einmal kurz nach den Beziehungen schauen. Wobei, die sehen soweit gut aus. Na, bei Ungarn vielleicht mal ein bisschen noch schleimen. So, und den anderen brauchen wir hier unten. Da müssen wir jetzt nämlich Kriege klären. So, und zwar Rückeroberung. Kriegsziel, Rückeroberung des äthiopischen Kriegsziel, bla bla bla, genau. Ah, okay, kostet wieder 33 Pietät, ist mir egal. Ja, und einen raus, zack. Na? Dann ist das Thema erledigt. So, hier, pass auf. Wird alles besetzt. Der ganze Sums. Da kommen 8000 Mann von Harar. Mhm. Ich habe auch momentan keinen Anführer drin, den brauche ich derzeit woanders. Ja, den lasse ich derzeit in Venedig stehen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Naja, der Krieg wird vermutlich gleich vorbei sein. Slavonia wollen die haben. Slavonia, die Provinz hier, okay. Das ist eine Kernprovinz von Ungarn, interessant. Die haben sie wohl mal verloren. Haben sie mal abtreten müssen an Bosnien. Naja, aber man, schaut doch mal hier. Ich glaube, das Thema ist durch, ne? Ich glaube, das Thema ist durch. Da wird hier keiner so blöd sein und irgendwelche verrückten Dinge machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wir können uns auf den Kampf hier unten konzentrieren. Hoffentlich. Mal schauen. Hier sind Berge. Oh, hier sind 13.000 Mann. Da müssen wir echt aufpassen. Diese blöden Reaktionäre. Osman hat den Österreicher rivalisiert. Sehr lustig. Das soll er ruhig machen. Ferrara finkiert Ansprüche. Sollen sie auch machen. Ist mir wurscht. Viel Spaß dabei. Beziehung mit Ungarn auf Maximum. Dann können wir die Gelegenheit nutzen und mal wieder ein bisschen mit Byzanz uns
Ja, gut stellen. Gezüngen hochhalten, ganz wichtig. Okay, wir haben hier mal das erledigt. Anführer zuteilen. Kurz die Burschen hier unten wegknacken. Wir erhalten Pietät gegen Geld. Ja. Das ist okay. Da kommt der Freund aus Äthiopien. Mein Gott, wir würfeln wieder sensationell gute. Echt klasse, Junge. Du bist richtig stark. Oh, die haben eine bessere Moral als wir. Ist eine Frechheit. Hallo, kannst du mal einen anderen Würfel nehmen? Ich wollte es gerade sagen. Nicht bloß den mit den Nullen. Nimm mal den, wo die anderen Zahlen draufstehen. Unglaublich. Frechheit. Bodenlos. Stabilität oder erhöhte Kosten. Das Ansehen der Armee ist gesunken. Ja, dann 5 Jahre erhöhte Kosten. Komm, ich will jetzt keine Stabilität verlieren. Ich kann mir das nicht leisten, die Admin-Punkte. Ich brauche die. Ich brauche die. Jawohl, jetzt knackt er den Rest auch noch weg. Komm, auf geht's. Uff, uff und weg. Unmoralische Preise. Kaufleute verlieren Loyalität. Wo sind denn unsere Stände eigentlich? Schauen wir mal. Kaufleute, Loyalität. Okay, die sind schon mit 43 nicht mehr so frisch. Dreckige Rebellen erheben sich. Das will ich ja gar nicht. Oder wir verlieren Dukaten. Kaufleute bekommen Loyalität und Einfluss. Ja, komm. Was soll's. Beiß ich in den sauren Apfel auf, wenn es mir überhaupt nicht passt. Auch wenn es mir überhaupt nicht passt. So, wo kann ich upgraden? Militärtech. Könnte ich machen? Will ich das machen? Dann fresse ich wieder Korruption, kostet wieder Geld. Auf der anderen Seite muss ich fast. Ich muss militärisch ja mit aktuell oder einigermaßen aktuell sein. Was ist das hier? Regiment, Rekrutierungsgeschwindigkeit, Offensivideen. Ich muss eigentlich, gell? Ja, ich muss. Es hilft nichts. Ich muss. So, dann wollen wir auch gleich mal hier die neuen Kanonen reinknallen. Das sollte jetzt moralisch nicht so das Problem sein. Weil wir derzeit vermutlich nicht in irgendwelche Gefechte verwickelt werden. Also außerplanmäßige Gefechte, besser gesagt. Na nur, wie viel brauche ich denn hier? Was? Ich brauche hier 15. Echt? Ich brauche hier 15 zum Belagern. Seid ihr wahnsinnig? Habt ihr was am Helm oder? Ich glaub's ja gerade. Muss ich jetzt die Truppen echt hier runterziehen? Na gut, komm. Ich brauche hier 15.000 Mann zum Belagern. Das ist eine bodenlose Frechheit. Unglaublich. So, hier kriegt Byzanz natürlich auf die Mütze. Klar, weil Byzanz mit ihren 7.000 Truppen hier alleine nach Savoyen marschieren muss. Oh Gott, Freunde, ihr seid so... Oh. Unterstützung, verstehst, unterstützt und fertig. Ihr Deppen. Oh, Leute. Was macht ihr bloß? Was macht ihr bloß? Ich versteh's nicht. So, dann wollen wir hier gleich mal an Äthiopien abtreten. Das hier an Äthiopien abtreten. Na, das nicht, da habe ich keinen Anspruch. Beziehungsweise Äthiopien hat da keinen Anspruch. Ah, jetzt belagert er wieder nicht. Oh Gott. So, jetzt, jawohl. Prima, jetzt tun sie wieder was, die Burschen. Äthiopien wird groß. Das werdet ihr sehen. Ja, der Krieg mit Bosnien läuft auch. 74%. Kriegsstand. So, ich hab's gewusst. Bulgarien ist am Start, Leute. Bulgarien ist wieder da. Tja, wurden lange genug besetzt von den Nationalisten und da sind sie schon. Dann könnte man hier eigentlich gleich mal für Byzanz einen raushauen, ne? Nachdem Byzanz hier Ansprüche hat. Kurzer Blick auf die Koalitions... Ah, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, definitiv. Wir dürfen es nicht übertreiben.
Ne, den Fehler hatten wir schon mal gemacht. Wir wissen noch, wie es ausgegangen ist. Nicht gut für uns. Aragorn immer noch kein Bündnis. Na, ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Kastilien. Ich habe hier noch Ansprüche. Irrenstadt Hennegau, ja. Mhm. Ja, müssen wir im Auge behalten, dass wir hier vielleicht auch so das eine oder andere noch rausholen, ne? So, hier sind immer noch die byzantinischen Nationalisten unterwegs. Dann müsst ihr eigentlich die Chance nutzen und jetzt Bulgarien auch auf die Mütze kloppen, ne? So, ich warte kurz. Jawohl, Irak ist draußen aus den Provinzen, heißt, die sollten nicht exiliert werden. Dann kann ich jetzt eigentlich Bulgarien den Krieg erklären und sag, wir erobern für unseren Vasallen, steigen in der Pietät. Möb, haben drei Kriege am Laufen, jetzt rennt's aber echt. Jetzt geht der Bank ab, Leute. Jetzt kloppen wir überall mit. Und zwar richtig. Jetzt geben wir überall Gas. Das dürfte sehr lustig werden, oh Mann. Ich hoffe, ich habe mich hier jetzt nicht übernommen. Ich hoffe es zumindest. Ist da was? Wir schicken die jetzt. Darüber. Aktuell haben wir Durchgangsrecht. Das nutzen wir aus. Wenn Venedig, wenn die Rebellen kommen, werden unsere Kriegsverbündeten hier vermutlich mithelfen. Deswegen, ich nutze das jetzt gerade aus. Ich versuche es zumindest. Aquileia. Volle Annexion. Okay, Aquileia ist durch. Gehört jetzt zu Ungarn. Mist, jetzt sind mir diese Truppen hier exiliert worden. Verdammte Axt. Das ist ja saublöd. So, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt geht's los. Byzanz geht hier zum Erobern hoffentlich. Da drüben kümmert sich Ungarn und der Deutsche Orden um die Westflanke, um Elsass und Savoyen. Also muss ich nicht drauf achten, denke ich. So, hier unten sind unsere Truppen endlich angekommen. Gott sei Dank. Was haben wir von den Herrscher eigentlich derzeit? 34 ist der. Okay, weißt was? Du kriegst einen Herrscher. Dann hast du auch einen Anführer. Und gehst erst einmal hier die Belagerung auflösen. Ja, wobei, du bist zu langsam, das schaffst du nicht. Genau, das haben wir gedacht. Das habe ich mir gedacht. So, puff, 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 genau. Brauchen wir die Burschen weg. Sehr gut. Gehen fort mit ihnen. Weißt du was? Tu hier mit belagern. Dann geht das Ganze irgendwann schneller, hoffentlich. So, jawohl, okay. Frieden, Bosnien-Ungarn. Wir haben Dubrovnik alias Ragusa wieder. Und Bosnien darf ganz schön was an Ungarn abtreten, Alter. Ist ja übel. Okay, wohlan. Ein Krieg ist erledigt. Aufgrund unserer unschätzbaren Unterstützung, ich weiß zwar nicht welche, aber gut, haben wir drei Gefälligkeiten gekriegt. Ich wusste gar nicht, dass wir hier unschätzbar unterstützt haben, aber wenn das Spiel das sagt, dann ist das wahrscheinlich so. Ja? Na gut, okay. Also hier, Ragusa ist wieder da, gehört uns, Kernprovinz drauf, bam. Die Unruhe ist mir erst einmal wurscht. Bulgarien, okay. Blick auf die Koalitionskarte. 33, 27, 16, der Osman ist mir wurscht. Nein, der Osman ist mir völlig Wumpe. Okay, läuft. Aktuell noch keine Gefahr, Leute. Keine Gefahr. Alles gut, Stände. Ja, die wollen wieder Land haben und die Ulema auch, mein Gott. Beifen, elendige.
Wo könnten wir ihnen was geben, was uns nicht wehtut? Hier zum Beispiel. Genau, das kriegt Emir. Und das hier kriegt Ulema. So, jetzt ist hoffentlich Ruhe. Jawohl. Jetzt ist Ruhe im Karton. Alles ist gut. Sehr schön, wir machen immer noch Minus. Die Festungen haben wir reduziert. Die Korruption 5,25 scheppert natürlich. Das scheppert. Mein Gott, wie viel Überdehnung haben wir denn noch? Okay, das dürfte jetzt dann bald auslaufen, immerhin. Ah, Leute, die Korruption, ey, verdammt. Das frisst mir nochmal die Haare vom Kopf. Der Scheiß. Muss ich Kriegsstern erheben? Ja. Muss ich machen. Hilft nichts. Muss ich zähneknirschend 50 Punkte ausgeben? Dass ich jetzt zumindest ein bisschen Geld bekomme. Ich will keinesfalls irgendwelche Kredite aufnehmen müssen. So, wir haben keine Mission, sehe ich gerade. Verringert die Überdehnung. Weniger als 1%. Ja, machen wir. Na, sind wir sowieso dran. Also ist eine geschenkte Mission im Endeffekt. Die ist absolut geschenkt. Hier haben wir noch 3000 Bulgaren, die auf die Mütze gekriegt haben. Ich finde es lustig, dass wir Ragusa wieder geholt haben mit diesem kleinen Trick. Ich hätte es nicht gedacht, dass es funktioniert, aber es hat funktioniert. Finde ich gut. Fand ich sehr lustig. Und der Kirchenstaat schimmelt immer noch hier. Kreta rum. Oh mein Gott. So, Abda ist konvertiert. Jawohl. Abda. So, sunnitisch. Okay. Heißt, die Burg hier können wir abreisen. Weg damit. Geld sparen. Sevilla. Okay. Da gibt es ebenfalls einen Missionar. Hier können wir nichts mehr annehmen. Ne, passt. Okay. Das waren die Rebellen. Kastilien. Sevilla tut ein bisschen blöd. Greta tut ein bisschen blöd, aber ansonsten sieht's gut aus. Na gut, Freunde, ich schaue auf die Uhr und stelle fest, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Ja, hatten drei Kriege am Laufen. Jetzt sind es nur noch, in Anführungszeichen, nur noch zwei. Aber ich glaube, die sollten wir auch in aller Deutlichkeit für uns entscheiden können. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Einschalten bei den Mamelucken und freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.